Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Manor Lords. Wir hatten in der letzten Folge einen ziemlich miesen Bug, dass sich die ganzen Dorfbewohner in der Kirche versteckt haben. Und ja, ich meine, dass wir es noch geschafft hatten, dass sie hier das wieder aufbauen und generell wieder großflächig hier am Arbeiten sind. Wir haben jetzt nur das Problem mit der Nahrung. Ich habe gerade schon mal ein bisschen geschaut, wobei die Beeren, die waren auch weg, ne? Schrumpft. Wieso schrumpft? Gehen die Büsche kaputt? Auf jeden Fall, hier sind nur noch 4 Tiere, obwohl ich das auf 8 beschränkt hatte. Und darüber hinaus hatte ich hier ja noch angesetzt, dass sie die Felder machen. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen beobachten. Ich hoffe, die überleben das. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Wir müssen das jetzt erstmal ein bisschen beobachten. Das sind schwierige Zeiten. Ich hoffe, wir überleben den Winter. Also wir werden es ziemlich sicher schaffen. Es werden halt ein paar sterben, dann werden hier ein paar Kannibalen geboren. Das Übliche halt, ne, im Mittelalter. Aber schön malerisch das Ganze hier. Kälte. Weil? Nee, habe ich. Moment, wo war das denn nochmal? Ah, hier, Brennstoff. Hä, haben wir doch. Kälte wegen. Ach so, ich habe. Ich habe ja mehr Familien als Hofstätten. Ja, stimmt, da war ja noch was. Da war ja noch was. Ich habe hier die auch weggerissen. Hier waren ja welche. Ich erinnere mich. Hofstätte. Ach, die hatte ich angesetzt. Da war ja auch noch was. Die sind ja dran. Okay. Boah, ich bin froh, wenn wir den Dezember rum haben, ne? Oh, es geht hoch. Es geht hoch. Es ging kurz hoch. Sagen wir es mal so. Aber wieso ist das direkt wieder runter? Jetzt machen wir langsam nochmal weiter. Arbeitsbereich ist leer. Holzfällerlager. Dann mache ich nochmal ein neues. Ach Quatsch, ist das... Hä? Wieso sagst du mir, dass der Arbeitsbereich vom Holzfällerlager leer ist? Ach so, hier. Jetzt, genau. Hier geht man da hin. Da haben sie auch schon ein bisschen was gemacht. Okay. Na gut. Hier muss ich mal gerade schauen. Wir haben jetzt 32 Häuser von 33, die wir brauchen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Wir haben 99 Leute, das ist auch schon ordentlich. Das ist gemacht. Wobei, nee, ist es nicht. Erntefortschritt 0. Da ist noch keiner drin. Aber ich hatte hier Leute drin, ne? Genau, die sind auch da. Personen. Wartet. Warte mal, schauen. Die sind aber wieder... Was macht die da? Sind die am Trauern? Abriss! So, jetzt ist Schluss hier, Leute, ja? Raus hier. Raus! Ich baue eine neue. Aber ich will erstmal gucken, was sie überhaupt machen. Schade, dass ich die nicht wie bei Rollercoaster Tycoon so nehmen kann und dann in den Sumpf. Nee, natürlich an den Arbeitsbereich. So, Moment, die drehen war so. Ich kann das jetzt natürlich nicht hinbauen wegen dem Material, das ist klar. Aber die müssen das jetzt erstmal wegmachen. Das Lager ist voll, aber das kleine, ne? Ja, das ist okay. Ich habe da sowieso gar keinen drin. Wieso machen die denn das?
Okay, ist aber erstmal egal. Soll so sein. Ach, der beansprucht da, das ist okay. Da habe ich aber auch schon gehört, dass die KI wohl sehr übermächtig war und die jetzt auch runtergeschraubt werden soll. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Wir haben Januar, perfekt. Okay. Die Nahrung scheint erstmal stabil zu sein. Hoffe ich. Ich will jetzt nicht zu laut sagen, stabil. Was war hier das, was wir vorher hatten? 120? Ne, 112 war es, glaube ich. Das mit dem Schrumpf macht mir gerade Sorgen, aber wahrscheinlich ist das nur wegen dem Winter. Hoffe ich. Das sind wieder 6 Tiere. Ich lasse es mal gerade so. Das hier finde ich interessant, dass sie gerade nichts tun, aber das sind halt die Leute, die ein bisschen faul sind hier. Nee, mach nochmal auf normal. Da ist aber noch keiner. Du gehst hinein. Ja, die Leute arbeiten halt auch nicht, ne? Jetzt speichert das Spiel. Ach, das ist dann gepinnt. Wie cool. Die arbeiten halt nicht, die faulen Säcke. Ja, ich glaube, wir werden ein paar Leute verlieren. Müssen wir halt hinnehmen. Aber ist okay, wenn nicht alle sterben. Ich habe 34 Häuser. Es gibt... Wieso ist denn hier noch Kälte? Brennstoffstand haben sie da. Hinten vielleicht. Nee, haben sie auch da. Die nicht. Nicht genügend. Okay, wir brauchen mehr Brennstoff. Wir brauchen mehr Brennstoff. So, ich habe jetzt 4 Familien zugewiesen, aber es wird nichts geerntet. Personen. Am Erfrieren, ja, dann ist halt so. Kann man nichts machen, ne? Müssen jetzt ein bisschen mies sein. Wächst das denn wieder? Ich habe eigentlich gehofft, dass sie jetzt ans Feld rangehen, aber die warten alle nur. Ich würde ganz gerne auch mal probieren. Ach, wie nice ist das denn? Wie nice ist das denn? Okay, aber das war letztes Mal noch nicht, oder? Das kam erst rein, kann das sein? Wobei ich wüsste nicht, dass ich ein Update gemacht habe. Wie nice ist das denn? Kann ich das hier auch?
Weizen, Gerste. Wir haben aber trotzdem 102 Leute. Boah, das wird eine knappe Sache, du. Wir müssen nicht gegenseitig essen hier. Vielleicht kriegen wir einen Vampir. Ich muss gerade noch mal einen Schluck trinken. So. Da ist die Maus. Das finde ich sehr, sehr gut. Shy, good sirs and ladies. Come one, come all. Feast your eyes on our fine selection. Don't be shy, good sirs and ladies. Ach, ich mag diesen Akzent. Axor. Hey, was machen die da? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, die machen wieder was, wenn das Feld da ist. Sonst ist es wahrscheinlich immer noch ein bisschen verbuggt. Förster wartet. Arbeitsbereich. Hier, mach mal. Arbeitsbereich. Macht mal da. Nee, nicht Säckegrube. Brennholzverleih. Macht mal. Vielleicht nicht ganz so weit. Hier einfach, das ist ja neu da. Come one, come all. Feast your eyes on our fine selection. Wir haben halt schon wieder Februar jetzt, ne? Sag mal, was bist du da am Verkaufen? Was rufst du hier mit Bären und sonst was? Wir haben gar nichts mehr. Shy, good sirs and ladies. You'll not find finer wares anywhere else. Es kommen weitere Familien dazu, wir haben aber gar nichts zu essen. Super. Ja, noch sind sie halt zufrieden. Ne? Noch haben wir da eine 1 stehen. Noch. Aber nicht mehr lang. Eieiei. Ah, hier sind mittlerweile die... Wo sind denn hier die Häuser so nochmal? Bodengeburt. Achso, hier das erste war es, genau. Hier ist mittlerweile wieder frei.
Dann könnt ihr da loslegen. Dann kann er wieder gebaut werden. Und dann müssen wir da mal weiter beobachten. Ich weiß nicht, wann die Bären wieder kamen. Ob das im März war? Was mich jetzt gerade auch mal interessieren würde. Das ist ein graues Gebiet. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das hier was ist. Da sind Bärenbücher. Was ist denn, wenn ich jetzt theoretisch sagen würde? Okay, wird nicht kontrolliert. Alles klar. Wie kann ich das denn machen? Meine super krasse Streitkraft von 0 Leuten, die kann ich da hinschicken. Und beanspruchen. So. Gespeichert. Was machen da oben die Karawane hier? Die stehen noch rum. Eieiei, das kann was geben hier, ey, das kann was geben. Ich mache jetzt einfach vor, komm. Gebäude ist fertig, es ist okay. Ich will mal gerade noch was gucken. Werkzeug. Haben wir 66? Können wir ein bisschen was exportieren? Da können wir ein bisschen was exportieren. Ich hoffe, dass halt im März die Bären wieder wachsen. Weil ich glaube, zu der Zeit hört auch der Schnee wieder auf. Und die nächste Hofstätte ist durch. 50% Zufriedenheit. Warum? Konnte ich das hier nicht irgendwie priorisieren? Wofür? Wofür braucht so ein Lebensmittelstand? Wir haben nichts mehr. 48% wegen Hunger, ne? Und Kälte. Wieso Obdachlosigkeit? Warum? Was ist los mit euch? Ja, die hier, ne? Die tun so, als wären die obdachlos. Dabei sind sie monatelang am Quatschen. Der geht ja wenigstens mal weg jetzt. Das ist gut. Ja, müssen halt ein paar sterben. Sollen sie mit so einem Holzkarren da durch? Wir haben halt immer noch Februar. Das zieht sich so lang. Das finde ich kacke. Ja, ganz ehrlich, dann kann ich das hier auch wieder. Dann kann ich das hier auch wieder rausnehmen. Die machen es ja eh nicht.
Müssen wir beobachten. Schon wieder eine neue Familie. Ja, noch haben wir ein bisschen Platz. Ohne Essen. Wir haben schon mal irgendwo ein paar Leichen. Wollen wir uns mal Leichen angucken? Es wächst. Oh, Gott sei Dank, es wird wieder besser. Es wird... Oh, Gott sei Dank. Wir haben immer noch 100... Also, wir haben immer noch Plus, was Leute betrifft. Ah, jetzt bin ich auf jeden Fall erleichtert. Guck dir das mal an, die machen die Felder. Wie gut ist das denn jetzt? Wie gut. Sehr schön. Step right up and sample. Summer's coming soon, and soon the beating sun. Gets rainy like this and the wife wanna get out of bed. Says her head hurts. I tell her maybe. Kann ich eigentlich irgendwo sehen, ob irgendwo Leute rumstehen, die gerade nichts tun? Weil das muss ich jetzt natürlich ein bisschen mehr Auge behalten durch den Bug. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, die sind wieder alle dran. Also Brennstoff haben wir auf jeden Fall gut. Brennstoff haben wir sehr, sehr gut. Da fehlen mir so ein bisschen Trends. Das wäre noch ganz nice. Also ob wir jetzt wirklich Plus machen mit Brennstoff oder Minus. Brauchen eine Kirche mit Ö. Wieso zählt das eigentlich als Gebäude? Dann muss ich die Kirche ein bisschen anders setzen. Hier, ne? Ja. Sieht das denn dann noch so schön aus? So auf dem Hügel? Ja doch, kann man machen, ne? Kann man machen. Ran da, Leute. Ran da. So. Dann haben wir das. Dann ist das hier halt am Wachsen. Arbeitsbereich. Dann müsst ihr da mal loslegen. Hier, das kann ich jetzt mal, oder sollte ich vielleicht mal wieder ein bisschen runter machen. Da. Ein bisschen hoch. Auf 12. Machen wir mal auf 12. Ich frage mich nur gerade, ob das Sinn macht, wenn ich da weiterhin zwei drin habe. Was ich aber gut finde, ist, dass ich jetzt hier komplett voll beladen bin und trotzdem noch Familien übrig habe. Ich halte das nochmal ganz kurz an, weil ich will auf jeden Fall nicht mehr hungern müssen. Ich will mir einen Puffer aufbauen, wenn möglich. Achso, hier bin ich doch richtig. Nee, bin ich nicht. Feld.
Landwirtschaft, hier, genau. So, die habe ich ja schon mal ganz schön aufgebaut hier. ...0,8. Muss ich ein bisschen weitermachen. Immer noch nur... Was? Warum? Das ist halt ein bisschen mies wegen den Bäumen, ne? Die würde ich eigentlich ungerne... ...alle weghauen. ...1,2, ich meine... Ah, verdammt, darf ich nicht machen. Darf ich noch nicht machen. Ich muss hier noch einen Weg durchmachen. Das ist das Wichtigste, wo es gibt. Feld. Feld, Feld, Feld. Ich finde das Spiel ja echt malerisch, ne? Wobei ich nach wie vor immer noch sagen muss, dass ich den Preis von 30 Euro für, oder 40, Normalpreis, für einen Early Access halt auch viel zu teuer finde, ehrlich gesagt. Also für Early Access. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, es sieht, wie gesagt, verdammt gut aus. So, Wechselwirkung hier. So, mach mal Weizen und dann Gerste. Und du machst mal Weizen und dann Weizen. Nein, Gerste und dann Weizen. So. Aber es sieht verdammt gut aus. Sie sind flott dabei, muss ich sagen. Also das hätte ich nicht gedacht, dass dann... Oder ist das noch das alte Feld? Ach nee, das sind die alten Pflanzen noch, ne? Macht mal schneller jetzt. So, weiter geht's. Das wird halt auch noch so ein Ding. Ja, ich lasse es mal so. Ich lasse es mal so. Ich lasse hier meinen Frieden jetzt. Es wäre mal schön, wenn die immer machen. Ich muss noch eine Sache gucken, sammeln. Das wäre jetzt so gut. Entwicklungszweige, warte mal, da war ja auch noch was. Da war ja auch noch was. Entwicklungszweige, wo waren die denn nochmal? Bestand an natürlich der reservierten Anzahl. Achso, ja, ja, das ist okay. Boah, jetzt hab ich grad, war das denn nochmal? Ich hab's komplett aus dem Gedächtnis gelöscht. Ich komme gerade nicht mehr drauf, ne? Ach, hier drauf. Jetzt, jetzt, jetzt. Wie viel habe ich denn überhaupt? Wahrscheinlich nichts. Null. Läuft. Null. Wie komme ich denn nochmal an mehr? Gesetz. Produktion. Early Access, okay. Da, so weit sind wir noch nicht, alles klar. Eieieiei. Wir haben nur noch ein paar Beeren.
Die sind immer noch unterbevölkert. Dass wir das halt noch nicht weggemacht haben. Konnte ich das denn nicht mal von der Priorität hoch machen? Ich gehe nochmal hier weiter. Geil, es geht wieder hoch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass sie jetzt auch hinterherkommen mit den Feldern noch, ne? Sonst muss ich da nochmal eine zweite Farm machen. Also das ist schon ein fetter Bereich, den die haben. Wobei im ersten Jahr wird das kein Thema sein, denke ich. Wo sind sie denn? Ach so, die sind da. Ach, guck mal, die sind hier hinten dran. Das ist gut. Die Familien arbeiten zusammen. Ich kann hier die Priorität bestimmen. Eigentlich sollte ich die Priorität hier ein bisschen hochsetzen, oder? Weil Flachs ist nur für Kleidung. Wer braucht schon Kleidung? Aber theoretisch müsste das so sein. Aber ich glaube, so langsam geht es hier wieder bergauf. Aber ich glaube, das Auferstehen hier wird nicht so einfach sein. Das wird nicht einfach werden. Ach ja, stimmt. Deswegen hatte ich ja Bekleidung gemacht. Quatsch. Stimmt ja. Wegen der Stufe 2 Häusern, dass wir hier Kohle machen. Okay. Gut. Müssen wir was ganz Wichtiges hier machen, wenn das jetzt durch ist. Wo kommt denn der Ochse? Ist er überhaupt hier auf dem Weg? Da kommt er. Der Speed-Ochse. Oh, der war schon zu schnell. Eine neue Familie ist eingezogen. Die kein. Doch, die haben noch ein Dach über dem Kopf. Der Ochse. Bist du jetzt auch wieder, da kommt er wieder angerast. So, halt, stopp. Die knallt schön. Und dann kommt hier wieder, zack. So, wir haben 2 Monate Essen. Ich hoffe, das geht rasant nach oben. Die 10, die hält sich stabil, muss ich sagen. Brennstoff. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt ein bisschen Plus machen. Auch wenn es nur leicht ist, weil wir im Winter ja ein bisschen mehr verbrauchen. Genau, die Ressourcen erholen sich. Wobei die auch nicht viel zum Erholen kriegen. Alles klar. Ich bin optimistisch, dass wir das hier noch irgendwie hinkriegen. Ich meine, wir haben den Winter überlebt. Wir haben 111 Leute, sogar noch mehr. Neue Familien, das ist schon mal ganz gut. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut an die Zuschauer auf YouTube. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.